Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Wenn ihr irgendein komisches Geräusch da hinten hört, ist es der Janik, der sich gerade rasiert. Und ich habe gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde, um schnell ein Video zu machen. Recht spontan. Ich bin diese Nacht recht lange wach gelegen, weil ich immer noch so verkältet bin und husten und schnuddern und machen und tun. Und habe ein Video gesehen, das mich so inspiriert hat und ich wollte das unbedingt mit euch teilen. Und zwar heisst es, 70% der Leute leben mit dieser Lüge. Bis nicht eine von denen. Und ich dachte, okay, gut, was ist das? Es ist eine, die ich schon länger folge, die ich super finde. Und darum habe ich das Video natürlich geschaut. Und es geht ums Imposter Syndrome. Auf Deutsch übersetzt nennt sich das das Hochstapler-Syndrom. Jetzt, ich probiere das Ganze nicht allzu kompliziert zu machen. Eigentlich geht es darum, dass 70% der Leute auf der Welt das Gefühl haben, sie sind in einer Position oder sie haben ein Leben, das sie eigentlich nicht verdient haben. Und ich habe das so angefangen zu schauen und habe zuerst gedacht, ja, okay, ja, mag so sein. Und sie hat das Ganze immer mehr so ein bisschen angefangen zu beschreiben. Und auf einmal habe ich gemerkt, Scheiße, ich glaube, ich bin auch jemand von diesen 70%. Und darum möchte ich eigentlich das Video machen, dass, wenn ihr auch zu diesen 70% gehört, dass ihr nicht allein seid. Ich muss sagen, ich habe im Internet noch ein bisschen recherchiert und ich habe einen Test gefunden, wenn ihr bei Google. Ich habe eingegeben Imposter Syndrome Test und es ist dann eine Seite gekommen, tinapichler.com. Ich weiss aber nicht, wie ihr auf der Webseite dort ankommt. Ich habe wirklich den Link gesehen und man sieht es nicht. Da steht das Hochstapler-Syndrom. Und es sind 20 Fragen, die man kann beantworten kann. Und ich bin überragend vom Hochstapler-Phänomen betroffen. Es sind diverse Fragen, so ein bisschen zu, wie man sich in Situationen fühlt und wie man das Gefühl hat, dass man dort angekommen ist. Und ich habe das schon mega lange und habe mir haben jetzt echt Gedanken um das gemacht, eben andere das auch haben. Und darum ist es mir so wichtig, um das Video zu machen. Einfach gesagt, geht es darum, dass man so ein bisschen an sich selber zweifelt. Ich kann euch zum Beispiel mal ein Beispiel von mir machen. Ich habe mega oft, wenn es um schulische Leistungen gegangen ist, immer das Gefühl, dass ich das eigentlich mehr per Zufall geschafft habe. Also bei diversen Tests, Prüfungen, was es auch immer ist, ich sage euch, ich hätte nie anstehen und sagen, wow, ich habe das wirklich gelernt und ich habe das wirklich verdient, dass ich das erreicht habe. Also egal, ob das, sagen wir, früher in der Oberstufe einfach Prüfungen, nachher war es Fahrtest, also die Autoprüfung, dann etwas vom Allerschlimmsten ist die letzte Ausbildung, die ich gemacht habe zur Expertin für Sport und Präventiv, Expertin für Sport und Präventivernährung. Ich hätte können schwören, es war eine mündliche Prüfung, und ich hätte können schwören, dass mein Lehrer meine Prüfung einfacher gemacht hat wie die anderen, weil er mich einfach sympathisch findet und mich durchgeht. Also quasi, hey nein, ich habe ein mega Problem mit Wort heute, quasi zu mich bestehen lassen. Und ich bin wirklich mit einer Überzeugung dort raus und habe gedacht, ja gut, ich meine, es war jetzt voll easy gewesen. Alle anderen waren jetzt mega schwer gewesen. Und der hat mir geholfen. Ich konnte schwören, der hat mir geholfen. Und zum Beispiel auch beim Personal Trainer, ich habe zwar die Ausbildung damals abgeschlossen, aber ich habe immer gesagt, ja, aber es hat so viele da draussen, die viel besser sind, die viel mehr Ahnung haben. Ich habe zwar jetzt den Titel, aber ich fühle mich nicht so. Und das begleitet mich mein Leben lang. Also es ist wirklich, egal was es ist, auch eben die Position, in der ich jetzt drin bin, mit dem Erfolg, den ich habe mit Golden Body, ich sage immer, ich realisiere es nicht. Aber ich weiss nicht,
Also ich frage mich das jetzt gerade. Ich habe mir das vorher nicht überlegt, aber ich überlege mir jetzt gerade, realisiere ich es nicht oder tue ich es mir selber einfach nicht anerkennen? Und ja, ich weiß auch nicht, geht es euch auch so? Also weißt du, irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir tun unser Leben so abspielen und sagen immer, ja, aber ich habe einfach Glück gehabt, dass ich in dieser Position bin. Oder ich habe es eigentlich gar nicht verdient, aber es ist, der Zufall hat es wollen, dass ich da bin. Und ich glaube eben einfach nicht an das. Ich glaube wirklich, dass wir uns das erarbeitet haben und dass wir das verdient haben. Oder auch, eben ich habe zum Beispiel, das ist meine, eine von meinen grössten Ängste. Also meine grösste Angst ist der Tod. Die zweitgrösste Angst ist, dass irgendjemand herausfinden könnte, wie wenig das ich weiss. Das klingt so mega heftig. Aber ich denke immer, mein Wissen ist so klein. Wenn irgendjemand einmal dahinter käme, wie wenig das ich weiss und mich auffliegen lassen würde, das wäre mein absoluter Vollhorror. Und gleichzeitig, wenn ich das jetzt so ausspreche, denke ich, was ist denn das für ein Satz? Ich meine, ich weiss so viel, aber mein Ego sagt mir, ich weiss so wenig. Und egal in was für einer Position ihr seid, ich will euch nicht sagen, ändert das. Aber ich will euch sagen, ihr seid nicht allein. Und das ist das, ja, ich weiss auch nicht, es hat für mich recht viel geändert, dass ich das Video gesehen habe. Und ich weiss auch nicht, ob es etwas ändert an der Situation. Also, ob ich das irgendwie anders wahrnehmen kann. Aber ich finde nur schon die Erkenntnis, dass ich weiss, dass es anderen Leuten auch so geht, hilft mir mega. Und dass es gerade schon 70% der Welt sind. Und ja, vielleicht können wir noch viel authentischer, oder ich muss vielleicht von mir reden, noch viel authentischer sein und leben, auch wenn ich das schon bin. Einfach, weil ich weiss, das, was ich mache, ist gut genug. Weil ich habe immer das Gefühl, ich muss noch mehr, ich muss noch besser, ich muss noch effizienter, noch schöner, was auch immer. Ich will immer noch mehr, noch einfach das perfektionieren. Und ich glaube, das braucht es nicht. Und darum ja, ich will da gar nicht mehr weiter so durcheinander reden, aber vielleicht hat das irgendjemand von euch hören müssen. Ich tue euch den Link für den Test unten ins Video rein. Und vielleicht, wenn euch das irgendwie nicht zu viel ist, wäre ich mega froh, wenn ihr vielleicht nur schon ein Emoji da in die Kommentare tun, um einfach zu zeigen, hey, mir geht es auch so und dass wir alle miteinander so ein bisschen wissen, wir sind nicht allein. Also, ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag und macht den Test, es ist wirklich mega spannend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!